Ja, den der Neumann. Den muss ich vielleicht nachher nochmal anrufen. Na, jetzt geht's. Die Poltergabel ist manchmal ein bisschen zickig, glaube ich. Na. Warum?
Hoffentlich komme ich damit in keine Polizeikontrolle. Sonst bin ich nämlich schnell überladen. So, jetzt aber. So, funktioniert das Ding auch? Ja, sieht gut aus. Was dazu? So, dann gucke ich, dass ich das Zeug immer noch in den Hacker reinkrieg. Och nee. Das ist jetzt aber leidlich ungeschickt hier. Ah. Wo habe ich denn Zugang? Jo, hallo? Hallo. Servus, Franz. Ey, hast du schon gesehen, diesen Unfall? Nee, was für ein Unfall? Ja, hier ist an der Brücke unterm Händler ein schwerer Unfall passiert. Ich bin hier gerade so vorbei und... Ja, das ist schon heftig. Wer denn? Herr Schneider, bitte etwas weiter hier entfernen. Ich bin ja... So. Wer ist denn, was denn passiert? Ja, hier der... ja, hier ist so, ich weiß nicht, hier ist ein schwerer Unfall. Ja, aber wer denn? Ich glaube, ein Polizist. Oh. An einen Baum und hier ist ja alles ausgerückt hier. Jetzt hat mich ja schon der Polizist nach hinten geschickt, aber... Ja, passen Sie auf. Lassen Sie das Handy weg, nachher sagen Sie, Sie gaffen und dann müssen Sie Strafe zahlen. Haben Sie recht, ich gehe jetzt wieder. Ja, ja. Bis dann erstmal, gell? Geht das jetzt nicht mehr?
So, ich guck mal gerade, wie viel im Anhänger schon drin ist. Geht jetzt noch nicht so viel, aber so viel brauche ich eigentlich auch gar nicht. Ich brauche eher Stämme drin. Darum füllen wir mal hier noch ein. Den noch da einlad auf den Anhänger. Dann können wir den morgen nämlich abtransportieren. Also den Anhänger runter zum Sägewerk. Hatte ich den nicht abgesägt? Hier. Ich hatte den doch einmal in der Mitte durchgesägt. Das ging wieder nicht. Was ist denn da los mit dem Baum? Sehr gut. Das funktioniert schon mal. Ah, jetzt weiß ich, warum das nicht mehr ging. Ich hatte umgeschalten. Falsche Tasten gedrückt.
Klar, das braucht ein bisschen Gedächtnisschulung. Was ist, um hier das richtig zu machen? Muss ich schon sagen. Es fehlt noch der eine Baum, der ein bisschen zickt. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt auch noch kurz da drauf kriege. Jetzt habe ich ihn. Sehr schön. Und die Frage, ob ich den auch da auf den Anhänger kriege. Der ist nämlich ein bisschen größer wie die anderen. Dann passt die ganze Geschichte da rein. Gut, liebe Leute, dann sind wir jetzt am Ende der Folge der Aufnahmesession angekommen. Vielen Dank fürs Zuschauen, dass ihr täglich reinschaut, das freut mich. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da lassen. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.